Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum ersten Teil mit Hyper Light Drifter. Ich habe mir natürlich überlegt, welches Spiel kann ich neben dem Multiplayer-Spiel Overwatch noch so let's playen, damit auch mal eigentlich meine eigentliche Leidenschaft den Einzelspielern, den Singleplayer-Erfahrungen gerecht wird. Und hat mir dann überlegt, weil ich ja auch nur überwiegend momentan auf dem PC aufnehmen kann, ein Spiel zu nehmen, das vielleicht der ein oder andere verpasst haben könnte, was definitiv nicht passieren darf, denn hierbei handelt es sich um eine wirkliche Perle. Und um diese Perle geht es heute, Hyper Light Drifter. Wir werden heute anfangen, die gesamte Reise gemeinsam zu gehen und dieses Spiel zu beenden. Ich hoffe, dass an sich alles soweit eingestellt ist. Fullscreen und so, alles cool. Languages kann man eh nicht ändern. Controls brauchen wir nicht. Wir spielen übrigens mit einem Controller und wir starten ein neues Spiel und zwar jetzt. Jetzt. Jetzt immer noch nicht, verdammt. Okay, dann ändern wir das hier nochmal ab und schreiben wir nochmal an Heti Wien. Heti Wien. Oder wie der Rainer Schauder sagen würde. Heti Wien. Obwohl, eigentlich heißt es so. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ah, okay. Unprofessionell. Egal. Enter und jetzt geht's los. Ja, ziemlich verwirrende und noch nicht so klare Bilder. Also anscheinend ist unsere Figur krank. Das ist zumindest das, was man aus den ersten Intro-Bildern gesehen hat. Und sie möchte etwas erreichen.
was sie aber nicht kann. Und es ist irgendwie auch eine gewisse Vision eines Hundes da, der einem den Weg zeigt, wo man hin will. Und hier sieht man auch so ein bisschen dieser verdammte Style. Also das ist halt wirklich, allein schon diese Statue hier rechts nebenan, sieht halt wirklich so ganz krass aus. Und so diese Blitze und die ganzen Wettereffekte, ey, das ist schon sehr atmosphärisch. So, wir gehen einfach mal ein bisschen nach vorne. Oh, wir sehen schon, dass wir hier ordentlich am Kränkeln sind. Und ich werde euch gleich mal ein bisschen was zu den Grundlagen sagen, denn wir können mit unserer Figur auf A oder auf X so diesen Drift-Modus machen. Aber nur dreimal, dann haben wir, glaube ich, einen kurzen Cooldown. Dann haben wir auf X oder, auf X oder auf Viereck schlagen. Auf Y, glaube ich, ist, oder auf Dreieck ist, glaube ich, Medipacks benutzen. Wir haben aber momentan keins. Und wir können später auch noch mit Waffen da hold Y to take items. Und somit haben wir jetzt, oben links seht ihr ein Item. Aber wir werden nicht alles selbst erklärt bekommen. LB, achso, den Left Button oder Left Bumper ist quasi zum Benutzen der Medipacks. Aber wir werden uns einfach mal jetzt so ein bisschen umschauen. Und das ist, glaube ich, jetzt so eine Art. Genau, Y ist das Benutzen oder Interagieren von Gegenständen oder Schaltern oder sowas. So. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen hier um. Und wir haben auch so einen Begleiter. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das eine Fee? Wie bei Zelda? So, hier müssen wir natürlich gucken, wie kommen wir rüber. Zack, haben wir mit dem Drift-Modus. So, mal gucken, ob was drin ist. Was ist das für Gegner? Oh, hab ich jetzt den Skelett jetzt einfach ordentlich eins verpasst, ey. So, jetzt haben wir wieder ein Medipack. Jetzt haben wir drei an der Zahl. Oben links seht ihr, dass wir drei mitführen können. Also maximal haben wir alles dabei. Yes, Brücke ist da. Was? To ping the heart. Achso. In dem Fall einfach nur die Tür öffnen. Hier können wir, das sind so, das habe ich noch nicht verstanden, so Leitern oder so, mit denen wir so hochdriften können. Und wir kriegen unsere erste Handwerfe, die wir mit dem rechten Trigger aktivieren. Und man sieht auch, unser Magazin ist nicht unbedingt. So. Immer automatisch da. Wir müssen immer uns quasi aufladen, indem wir Gegner treffen. Oder? Warte mal. Verdammt. Was ist jetzt? Und hat das Spiel extra einen Gegner gespawnt? Hier slash enemies, objects to charge guns. So, das war gut. Oh, das machen wir nochmal. So, haben wir wieder eine Patrone. Das Spiel ist auch so, dass das eignet man sich. Oh! Ich bin schon direkt. Direkt mal Medipack benutzen. Ich muss wieder reinkommen. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Und das ist so ein Spiel, das man schnell erlernt, aber echt mit der Zeit ordentlich an Fahrt aufnimmt. So, wir können hier überall auch versteckte Sachen finden. Aber momentan nicht. So, was ist das für ein Kollege? Der wird doch. Also aus Dark Souls kenne ich, dass dieser Typ gleich aufsteht und uns ordentlich verdreschen will. Aber wir gehen erstmal hier den Weg. Zack. Jetzt steht der Typ auf. Ey, was? Das ist doch ganz klar, dass der Typ aufsteht. Oder? Stehst du auf? Aber das ist auch wieder so, ne, wer ist das? Woher kommt der? Was hat der? Warum ist der hier? Warum ist er zerstört? Wieso liegt da, weiß nicht, ein Stück Hand von seinem Arm oder so, was auch immer das sein soll? Das ist immer so, man weiß nichts, man erfährt es irgendwie oder man kann so viel hineininterpretieren. Und das macht so ultra viel Spaß. So, wir sind jetzt oft in der Oberwelt angekommen.
Zumindest eine etwas schönere als die von gerade. Schön Vögel. So, hier runter können wir noch nicht gehen. Dann machen wir uns mal auf. Und wir werden, glaube ich, jetzt... Oha. Was ist dort hinten? Was werden wir dort finden? Zumindest ist das natürlich etwas sehr Interessantes, das wir definitiv uns mal näher anschauen wollen. Da wollen wir hin. Und das ist unser Ziel. Wir gehen gleich mal los. Und die Krankheit breitet sich immer mehr aus und lässt auch selbst unsere Umgebung. Sehr unangenehm, das Ding. Und da sind wir. Gerettet von jemand Unbekanntem. So, wir gucken uns natürlich jetzt sofort dieses unbekannte Hologramm an. Backtaste to view map. So, das ist das erste Mal, dass wir die Map sehen. Wir haben hier oben im Norden ein Gebiet, das wir erkunden müssen. Genauso wie im Westen, im Süden und im Osten. Aber wir wissen immer noch nicht genau, wo sind wir, was machen wir, wer hat uns da gerettet. Oh, was ist das? Oh, wir machen Licht aus. Ah, vielleicht haben wir damit irgendwie die Möglichkeit, mehr zu entdecken. Ah ja, da wird es nochmal ganz kurz erklärt. Wie gesagt, jeder der einzelnen Gebiete hat so eine Art Schaltersystem. Wir müssen 4 Schalter betätigen, um den Zugang zum Boss zu bekommen oder zumindest zu einem anderen Ding zu aktivieren, der aber ja, so ein bisschen beschützt wird von einem Endgegner. Und wir betreten jetzt zum allerersten Mal die Stadt. Wir aktivieren hier einen Teleporter, mit dem können wir dann später uns auch weiter fortbewegen. Aber dazu müssten wir erstmal einen anderen Teleporter finden. Also warp here anytime using the map. Genau. So. Und hier sehen wir noch einmal unser Ziel. Das Ding ist, man weiß eigentlich gar nicht so genau, warum man das Ganze macht. Zumindest so diese Andeutungen am Anfang im Intro sind eigentlich ziemlich wenig oder ziemlich vage. So, wir haben jetzt die freie Wahl. Wir können hier, ich glaube, im Süden ist noch versperrt. Hier haben wir verschiedene, wie soll man sagen, Händler oder Lehrer, die uns Fähigkeiten lehren. Aber wir haben noch gar keine Fähigkeitspunkte. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Jetzt zum Beispiel, wenn wir hier mit einem NPC reden, erzählt er nur so knappe Geschichten, dass er gegangen ist, um gegen sie zu kämpfen, dann verletzt war, von einem Helden gerettet. Vielleicht ist es der gleiche Held, der uns gerettet hat, wer weiß. So. Ich zeige euch mal, was ich damit meine. Also wenn ihr hier zum Beispiel reingeht, ist zum Beispiel ein Händler. Und der bringt euch zum Beispiel
mit zwei, das sind diese goldenen Vierecke oder ja, Quadrate in der Mitte unten unterm Bild. Die brauchen wir, um die Medipack-Fähigkeit zu erlernen, dass wir ein Medipack mehr mit auf die Reise nehmen können. Aber wir haben ja noch überhaupt keinen, deswegen bringt es jetzt nicht. Und so gestalten sich alle anderen Hände auch. Aber wir wollen natürlich den ersten Weg gehen und versuchen mal unser Glück im Osten. So. Jetzt gucken wir mal, gehen wir erstmal hier runter. Schauen wir, was wir hier auch. Hier sehen wir zum Beispiel hier rechts so eine Art. Einmal ein Medipack, den wir einsammeln. Medipacks sind sehr hilfreich. Aber hier rechts noch so eine geheime Box. Und wir können die erreichen, indem wir hier einmal hier schnell hin driften. Und zack, haben wir einen Viertel von einem Quadrat. Also das ist nicht, dass wir nicht jetzt so zwei Boxen zerstören und gleich zwei Fähigkeitspunkte haben, um Fähigkeiten zu erlernen. Nein, es ist nur ein Viertel. Wir brauchen jetzt quasi noch drei weitere Kisten. Damit haben wir einen Quadrat. So, die Gegner sind jetzt relativ easy. Die sind mit einem Schlag außer Gefecht gesetzt. So, hier machst du keine Angst. Da noch ein Typ. Ah, schade. Bist du für jemand? Ja. Wow. Oh mein Gott, ach so, das habe ich ja ganz vergessen. Das sind ja explosive Fässer. Man lernt es am besten immer dann, wenn man es ausprobiert und schon stirbt. So, was ist hier? Ist nichts. So, können hier hochgehen. Aber ich hätte noch mal Bock hier unten zu gucken. Hier wieder so eine. Ach so, wenn wir natürlich alle drei Medipacks voll haben oder schon haben, dann ist der weitere Medipack heilt uns dann komplett. Warte mal. So, das bringt aber auch irgendwie gar nichts, ne? So, jetzt gucken wir mal hier rechts. Wir können hier nirgendwo hingehen, ne? Muss doch irgendwas geben. Ja gut, im Grunde genommen sind wir genau da, wo wir sowieso gewesen wären, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Aber irgendwie mich reizt nochmal ganz kurz. Ich möchte nicht hier einfach jetzt so rumlatschen und eventuell wichtige Items verpassen. Aber hier so ein riesiges, weiß nicht, was das ist, ein Stand. Raketen-Flugabwehrgewehr-Ding? Ich weiß es nicht, ey. Das ist manchmal so mysteriös. So, wo können wir hier hinlaufen? Nirgendwo. Das ist doch nicht alles, oder? Das ist immer so faszinierend, wenn du nicht genau weißt. Ich finde sowas cool. Das ist wie bei Dark Souls. Dir wird eben nichts gezeigt, sondern du musst dir das Ganze so ein bisschen selbst dir vorstellen. Ich meine, ich bin wirklich nicht der Beste in sowas, aber ich finde das trotzdem irgendwie cool. So, hier sehen wir schon ein etwas schöneres, idyllischeres. Hier fließt noch Wasser, Wasser ist klar, blau, friedlich. Und dort vorne ist jemand, mit dem wir reden können. Und erzählt uns von... Was ist das? Eine Art Froschgestalt? Oder irgendwie kranke... Sind wir krank, weil es irgendwie so eine Art Plage im Gesicht hat? So ein bisschen verdeckt ist. Und wir sehen, wo dieses Geschöpf haust. So ähnlich dargestellt wie bei Zelda, dass wir sehen, wo der Gegner oder der letzte Master-Boss sich aufhält. So, wir gucken nochmal hier unten. Da ist aber, glaube ich, auch nichts, oder?
Ich mag nicht, wenn man so in einen Pfad reingeht und sich dann durchschlägt. Am Ende ist da gar nichts. Oha, was ist das? Mein Gott. Wow. Oh mein Gott, ich bin jetzt gestorben, weil ich... So. Muss ein bisschen reinkommen erstmal. So. Leichenberge, die sie da weggeschleppt haben. Was sind das so? So, haben so irgendwelche Strohhüte, aber sind aber so ähnlich wie diese Froschmenschen, die wir gerade gesehen haben. Hm. Den nächsten Bildschirm werden wir beim nächsten Mal sehen. Und mal gucken, ob wir diesem geplagten, kranken Frosch begegnen. Bis zum nächsten Mal. Bei Harper Light Drifter.